Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einem neuen Video von mir in dem Spiel Erika. Das ist ja noch nicht so lange draußen, das Spiel. Ich glaube gerade mal seit 2 Tagen oder so. Das gibt es im PlayStation Store momentan und das kostet 9,99 Euro, also 10 Euro. Ja, und ich dachte mir, ich hole mir das mal, weil ich noch so viel Geld hatte und ich das eigentlich voll cool fand. Also vom Trailer her halt auch. Und das ist so ein interaktives Spiel von halt Leuten, so richtigen Schauspielern halt. Es ist nicht wirklich direkt jetzt ein Spiel mit Charakteren, die so hergestellt werden oder wie ich sagen soll, sondern halt mit echten Menschen. Ich kann das nicht so gut erklären, aber ich hoffe, ihr wisst ungefähr, wie ich meine. Und ja, ich rede, glaube ich, jetzt zu viel. Ich fange einfach mal direkt an jetzt. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt und ich freue mich mal richtig, weil ich wollte das unbedingt spielen und jetzt habe ich das auch und ja, geil. Okay, ich fange jetzt mal an. So, wartet. Achso, ich möchte zur Steuerung was sagen, Leute. Also, ist ein bisschen kompliziert, weil man mit dem Touchpad steuert, also vom Controller. Und ja, also das will ich nochmal gesagt haben, weil deshalb kann ich hier nicht so unglaublich gut steuern. Ist halt ein bisschen ungewohnt, aber ich mache das schon. So. Überschreiben, ja, ich habe sowieso noch gar nicht richtig angefangen zu spielen. Ich bin nämlich nochmal zurück im Hauptmenü gegangen, um das da alles richtig einzustellen. Und ja, deshalb ist es nicht so tragisch, dass ich das jetzt hier überschreibe. Genau. So, also, ich nehme an, das sind Feuerzeugleute und da steht jetzt drauf Forever Yours. Elodie oder sowas. Und jetzt muss ich hier mit dem Touchpad. Genau. Und genau. Erika, das ist kein Spielzeug. Das ist gefährlich. Okay, bist du bereit? Mama und ich haben uns vor vielen Jahren kennengelernt. An einem Ort namens Delphi House. Sie war Krankenschwester und ich war ein Arzt. Nachts haben wir uns Geschichten erzählt. Sie erzählte mir von der Zukunft. Wundervolle Dinge, die nur sie sehen konnte. Ich erzählte von der Vergangenheit, von einer Priesterin mit einem Schmetterlingsmal, die ins Feuer blickte und die Zukunft sah. Ich sagte ihr, dass sie magisch war. So wie die Priesterin. Ich weiß, du bist auch magisch. Aber du musst es mir beweisen. Wähle ein Foto. Dein Lieblingsbild. Also, ich finde irgendwie alle drei schön. Aber am schönsten finde ich recht, also die beiden rechten, genau. Aber das ganz rechts finde ich richtig schön. Aber das in der Mitte, oh. Oh, das in der Mitte ist irgendwie süß. Ja, und das rechts finde ich auch richtig schön gemacht. Jude denke auch, aber ich weiß nicht, ich bin eher bei den rechten Beinen eher so in Love. Das gibt bestimmt voll Kacke, aber ihr wisst schon, ich beide. Aber ich glaube, ich nehme das in der Mitte, weil ich das irgendwie süß finde, mit der Hochzeit da. Und
Und nun schließe deine Augen. Konzentriere dich. Und nun beschwöre die Kraft der Priesterin. Finde deine Mutter wieder. Lass uns sehen, ob du dein Lieblingsbild findest. Ach du Scheiße. Also so, also ich habe jetzt nicht besondere Fähigkeit, Leute, dass ich jetzt weiß, wo das Bild halt liegt. Das kann ich jetzt eigentlich nur erraten. Ach du Scheiße. ja, keine Ahnung, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Ich glaube, ich nehme links. Ich glaube, ich nehme links. Okay, ich mache nämlich mal links. Nein! Scheiße, Mann, warum? Schade. Ach Mann, ich habe jetzt überlegt, ob ich rechts nehme und jetzt habe ich links genommen. Scheiße. Ja, danke. Immerhin. Sie ist ach, Dreck, Kack. Egal, kann jedem mal passieren. Wenn sie nicht hier ist, so ist. Ich meine, woher soll ich auch wissen, wo das Bild liegt? Ich bin ja wirklich keine, die jetzt krasse Fähigkeiten hat oder sowas. Also, ja, okay, ich akzeptiere das jetzt so. Sie immer noch ein Teil ich kann ja dagegen jetzt nichts machen. Sieh genau in das Feuer. Wenn du in dem Feuer die Zukunft sehen könntest, was würdest du sehen? Unser Vater, so wie es aussieht. Oh, boah, oh Gott. Na lecker, du. Oh mein Gott. Oh, das arme Mädchen, wirklich. Oh Mann. Natürlich der arme Vater. Ach du Kacke. Oh Gott. Nein, ey, erschieß mich nicht. Das ist gemein. Oh mein Gott. Aber du wartet nur ein Traum, ey. Komisch, dass das Kreuz aber da so komisch in, auf seine Brust da so rein hier. Dings wurde, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja. Ich muss sagen, man gewöhnt sich auch an die Touchpad-Steuerung. Oh mein Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Loslassen, hineinsehen, beruhigen, rechtfertigen. Ich weiß gerade nicht, was ich nehmen soll. Ich bin nicht so gut in Entscheidungen treffen. Ich glaube, einfach mal rechtfertigen mache ich jetzt einfach mal, keine Ahnung. Oder beruhigen? Ah, doch, beruhigen lieber. Oh, wartet. Ich hab's gleich. So. Es war nicht deine Schuld. Der kotzt immer ganz schön. Eine Frau. Oh Gott, guck die denn? entweder verschließen oder öffnen. Naja, eigentlich halte ich mich aus solchen Sachen immer eher raus im wirklichen Leben. Klar, ich helfe schon Leuten, aber halt so fremde Leute bin ich auch doch ein bisschen immer zurückhaltend eher.
Naja, ich kenne diese Person nicht, aber trotzdem hilf mich auch helfen. Ach, ich weiß nicht. Mach entscheide ich jetzt schneller. Ja, der geht das entscheidend so gut. Ja, ich gehe eigentlich mal einfach auf. Mach einfach auf und guck, ob es der so weit gut geht. Was mir gerade nicht so scheint. Helfen, konfrontieren. Natürlich helfen. Helfen, helfen. Brauchst du Hilfe? Warum hat die da so eine komische Maske auf? Fällt mir jetzt immer so auf. Halloween Time oder sowas? Wobei, sowas zieht man, glaube ich, auch nicht zu Halloween an. Ich glaube eher zum Fasching, wenn schon, denn schon. Ich finde das Bild voll süß. Ich mag das irgendwie voll. Ah, das haben wir anscheinend gemalt. Ah, das ist unser Dad und irgendein anderer Typi. Dude. Das ist wahrscheinlich, ja, das ist die Person, die wir gesehen haben. Und das ist halt die Musik da. Und das müsste unsere Mutter sein, genau. Jetzt malen wir wieder was. Ah, ich glaube, wir malen das Symbol auf, was ist auf der Brust unseres Vaters gezeichnet wurde. Was heißt gezeichnet? Mann, das klingt schon wieder so falsch. Also, ihr wisst schon, ich beide, Mann. Also, erklären ist nicht so meine Kunst, Leute. Gezeichnet, alles klar. Also, gezeichnet kann man es jetzt noch nicht nennen. Also, das schon, aber das, was der Vater da hatte auf der Brust, das war schon ein bisschen mies. Also, ein bisschen mies? Oh Gott, ich bin lieber still. Also, oh Gott. Ich und erklären geht manchmal ja nicht, Leute. Jetzt haben wir auch ein Paket vor der Tür liegen, Leute. Wow, heute ist unser Glückstag. Also hoffe ich zumindest. Nee, ist nicht unser Glückstag. Was ist denn das? Ah, ich sehe schon irgendwas Blutiges. Nee. Oh, das ist ja, das ist nicht deren Ernst, oder? Ach du Scheiße. Oh nee. Oh Gott. Da hat jemand wohl seine Hand verloren. Ich bin Sergeant Blake. Ich leite die Untersuchung. Leute, ey. Ich will mal vor ihr bitte so ein Paket haben vor der Tür mit so einer Hand drinne. Oh Gott. Darf ich? Ich würde da durchdrehen, glaube ich. Ich glaube, ich würde nicht mit dem klarkommen, ey. Ich gebe es auch zurück. Malst du sowas oft? Ist das griechisch? Befragen, kooperieren. Achso, ich muss mich jetzt entscheiden schnell. Scheiße. Ob ich jetzt befrage oder kooperiere. Ich weiß nicht. Ich glaube. Vater. Befragen. So. Woher wissen Sie das? Ich habe deine Akte gelesen. Sorry. Weil ich kenne die Person ja noch nicht so gut und vielleicht sollten wir den erstmal langsam besser kennenlernen. Nicht so direkt. Die Hand gehörte einem Mann namens Akel Johar. Er arbeitete im Delphi-Haus. Woher wissen die das? Ich. Also. Du warst mit deinem Vater da. Sieht nicht eigentlich jede Hand irgendwie gleich aus? Okay, ich weiß nicht. Das klingt jetzt vielleicht falsch, aber. Naja. Verbindung zum Fall, Geschichte und Relevanz. Und ich mache immer weg, damit ich noch ein bisschen Zeit habe zu entscheiden, genau. Ich mache mal Geschichte. Mein Vater hat da gearbeitet. Ja, er war einer der Gründer. Gemeinsam mit einem Mann namens Lucien Flowers. Mr. Flowers ist vielleicht auch ein Ziel. Ja. Wir behalten das Delphi-Haus im Blick. Mit Personenschutz. Ich übernehme die Untersuchung ab jetzt. Dort ist es im Moment auch am sichersten für dich. Also bis jetzt macht mir das Spiel auf jeden Fall schon richtig Spaß. Da habe ich jetzt nicht so viel zum Spielen wie in anderen Spielen, wo ich rumlaufe und so, aber ich mag diese Spiele auch generell, so interaktive Spiele, wo man halt so Entscheidungen trifft und das halt das Spiel sozusagen formt, den Verlauf davon halt. Und ja, ich finde das irgendwie cool gemacht.
Also ich denke, das ist jetzt hier das Delphi-Haus, nehme ich mal ganz stark an. Weil er meinte ja, wir gehen da jetzt erstmal hin, weil es da am sichersten für uns ist. Und das ist unser Vater und wir als kleines Mädchen, würde ich mal meinen. Tippen. Ich will öfters machen. Mann. Das hat gerade ein bisschen Spaß gemacht. Ach Mann. Warum denn? Ich hätte gerne auch öfters gemacht. War doch ganz lustig, oder nicht? Wahrscheinlich gerade Pause. Warte hier. Ich gehe nachsehen. Nein, bitte lass mich nicht allein. Ich kenne mich doch hier gar nicht aus. Nein, es geht ja einfach. Lasst uns im Stich. Ja gut, also. Achso, dann ist was. Dann gehen wir mal da direkt hin. Das wäre dieser eine Typi und der andere. Nein, das ist unser Vater. Nehmen wir jetzt nicht Typi, aber den anderen Typi kenne ich jetzt nicht. Also das ist unser Vater und daneben, den haben wir immer noch nicht kennengelernt, um ehrlich zu sein. Da steht auf jeden Fall Delphi House Founders and Staff oder sowas. Mein Englisch ist nicht das Beste, deshalb kann ich es jetzt nicht übersetzen. Muss ich dazu sagen. Und da sehen wir, glaube ich, mal unsere Mutter da dann rechts. Ja, ich wollte mir eigentlich noch mehr angucken, aber dann eben nicht. Ah, ah, hu, ah, ich hab mich... Ah, hu. Und mein Herz, Alter, ich erschrecke mich immer so schnell. Warum bin ich so ein Schisser? Oh, Leute, Adrenalinkick hoch 10.000. Boah, ich gehe lieber zum Telefon. Ich gehe da nicht in die Ecke. Never, never. Nee, da gehe ich nicht hin. Ich gehe zum Telefon. Also, das war mir gerade ein bisschen zu viel. Ich habe mich so erschrocken. Oh Gott. Ich bin so ein Schisser, wirklich, Leute. Es geht gar nicht. Mason. Ach du Scheiße. Ich habe lange darauf gewartet, mit dir zu sprechen. Was? Genau. Was wollen Sie von mir? Du bist wie deine Mutter. Das hat dein Vater. Oh, ich habe mich gerade so erschrocken. Aber er ist nicht der, für den du ihn hältst. Es kam so immer Vater, wirklich. Finde Elodie Carter. Sieh, was er ihr antat. Sieh, wer er wirklich war. Befragen. Wartet. So jetzt. Was werde ich finden? Wenn du nicht nachsiehst, findest du es nie heraus. Finde Elodie Carter und sieh es mit eigenen Augen. Oh, ich muss mich erstmal wieder entspannen, Leute. Ich muss erstmal wieder ein bisschen abreagieren, Alter. Ich habe mich wirklich gerade übelst erschrocken. Das war so unerwartet. Das war so richtig. So, mein Herz hat richtig so, oh mein Gott, geklopft. Hä? Was in dem anderen Raum? Soll ich über in dem reingehen oder in den anderen? Kann ich auch reingehen? Ich gehe hier lang. Obwohl, nee, doch nicht. Oder doch? Okay, da jetzt lang. Ach, ich bin so angespannt. Ach, bitte erschrecke ich nicht schon wieder. Hä, bin ich doof? Nein, 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 nein. Nicht, dass er jetzt eine Gestalt ist. Ich will nicht. Ich habe so eine Angst, Leute. Nee. Hier. Hau ab. Hau ab, bitte. Bitte geh. Bitte. Erica. Leute, ich sollte das Spiel nicht spielen, wirklich. Du sollst warten. Wieso bin ich denn jetzt rausgegangen? Bin ich doof? Verzeihung. Sorry. Ich wollte da nicht allein. Oh, nee, ich hätte es ihm sagen. Egal. Vielleicht weißt du was gewesen, hätte ich mit ihm darüber geredet, damit ich so allein bin? Mit dem Psycho-Kack hier, aber gut. Keine Sorge. Oh, ich bin so ein Schisser. Jetzt entspann dich jetzt mal kurz, Maxi. Bitte. Bitte, bitte, bitte beruhig dich. Das kann ich nicht mit dir zu Ende spielen, wirklich. An diesen Stellen frage ich mich, wie ich Antidon zu Ende gespielt habe. Okay. Muss Schluss machen. Und der hat auch so ein Zeichen am Arm. Ich bin Sergeant Blake. Ich hatte angerufen. Ich habe ein paar Fragen an Dr. Ballard. Wieso bin ich eigentlich rausgegangen? Verzeihung, wir haben Maxi, ey. Ich hab nicht gedacht, dass er Ausweg ist, Leute. Den Chief-Inspektor kennen Sie bereits. Und das, was ich gesehen habe, ist ein Fucking... Sir, das ist Erica Mason. Tut mir leid, dass wir uns unter solchen Umständen kennenlernen. Du bist da keine schwarze Gestalt also aufgetaucht, Leute. Können wir irgendwas tun, damit ihr dich erholen findet? Ich hab meine Sims bekommen. Danke, gleichfalls. Danke, keine Ahnung, gleichfalls. Schon okay, ich... So
tut mir auch bin erstmal ein bisschen vorsichtig, aber ich sollte ja nicht alle so kennen. Ich muss erstmal ein bisschen erforschen, sozusagen. Du erinnerst dich nicht an mich? Ich habe mit deinem Vater gearbeitet. Ich habe auf dich aufgepasst, als du klein warst. Ich frag mal Eltern. Sie kannten meine Eltern? Ja. Dein Vater hat mir viel beigebracht. Und deine Mutter war unglaublich. Brillante Schwester. So klug und witzig. Naja. Wir sind da. Erkennst du es wieder? So, Leute, und an der Stelle mache ich jetzt einen Cut für die erste Folge von Erica, genau. Ja, ich habe mich schon zum Teil wieder in die Hose geschissen, wenn ich das so sagen kann oder soll oder darf. Also Anführungsstrichen natürlich, Leute. Ich meine es jetzt nicht ernst, dass jetzt jemand denkt. Aber ich glaube, das denkt auch niemand von mir, hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall, ja, ich denke, der Part ist schon ziemlich lang geworden, deshalb mache ich jetzt erstmal lieber einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Erica. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid oder du dabei bist und ja, macht's gut, Leute, und tschüss!